Und das ist echt so, voll viel von den Schnipseln hier in den Videos sind gerade stattfindende Momente. Und es macht dir so Spaß, das gerade eben. Und darum muss ich es auch schon irgendwie in den Vorversionen, die ich jetzt mit Song geschnitten habe, schon noch veröffentlichen und das am Schluss dann noch schön sauber. Weil ich, es fühlt sich an, als auf brennenden Kohlen zu hocken. So, als ich jetzt so kompakt in Worte fassen kann und klar wird, das, ja, das ist wirklich, ihr erlebt damit exponentielle Evolution live des Bewusstseins. Könnte in jedem passieren. Jederzeit. Ja, nämlich, ich kann ja jetzt, ne, 5D kann ich, also jetzt, super schön habe ich es gerade erklärt in Englisch. 4D, vierte Dimension ist Zeit, ist, die wird fraktal. Du bekommst dieses Gefühl der Weltlinienmuster, wie sich Dinge in der Zeit bewegen, nach vor, vorn, nach hinten, und du weißt, was passieren wird, du kannst es funktionalisieren. Und auch das Echo rückwärts in der Zeit, wie es dann wieder. Das wird ein Spielbrett. Das ist, was die Filme uns versuchen und die Bilder versuchen, verständlich zu machen. Dass du keinen Wahrsager mehr brauchst und keinen, ich habe noch nie, hab mich noch nie interessiert, Astrologie und Runen und Werfen und irgendwas, du bist selber, du machst das. Und es kommt, das ist diese Female Way Mechabob Programming, dass du es invers, möglichst blind und naiv in die Situation gehst und darauf vertraust. Du musst nicht mal das Wort Vertrauen, kannst du auch schon schenken, ne? Bist. Und du bist in dem einen, dann erfüllt sich das rückwärts auf. Du kannst auch technisch programmieren. Du hast ein Ziel, du hast eine Intention, was ich nicht so oft nehme, aber ja, jetzt dann, wenn hier das Buch endlich fertig ist, dann gehe ich mit Intention in den Hyperraum und werde mit Intention. Ich war schon halb transparent und dann siehst du hier den Raum und dann kannst du, nachher sagst du, warte mal noch, bis du die Merkabar aktiv hast, weil dann kannst du es auch sehen und nicht nur so, auch so ein wackeliges Verfeld, aber es, ja. Das läuft dann über den technischen Weg, der steckt in uns. Wir haben alle Geschlechter in uns, alle Wege. Ja, eben dieser Geburtsprozess, gerade eben, der ist halt weiblich, das hat halt das so in sich, das, diese Struktur vom Kreisner, Salvia, und das ist einfach nur, und der Auslöser ist dann Phallus. Na gut, ja, 4D wollte ich erklären, ja, 4D, 5D. Genau, das eine ist Zeit, wird fraktales Spielbrett, du bekommst absolutes Weltlinienmustergefühl. Und 5D Dimension ist dann Herz, longitudinales Herzwellenfeld. Da sind wir immer, instant. Alles ist über diese Liebeswellen verbunden. Und du ziehst um vom Kopf ins Herz, ein für alle Mal. Und da bleibst du und gehst nicht mehr zurück. Und dann machst du eine Sacred Space und Miracle Bounty ist dafür da, dass du in dein Herz umziehst und dass du die Energie aus deinem Solar Plexus, aus deinem Bauch, wo das Leben herkommt, nach oben ziehst. Du hast deine Sonne, die kannst du nach oben ziehen. Und im Herz dann ist es einfach noch stärker, dieses Torusfeld hier. Und es wird bewusst. Und damit ist da einfach deine sensorische Wahrnehmung, fängt an zu wachsen. Und du merkst es die ersten Tage, die Wochen vielleicht noch nicht, aber dann. Und es kommt immer mehr und es ist unumkehrbar. Dass du dann von all den Sachen, die dir schaden, sei es im Persönlichen, egal was, und du bekommst immer mehr, und dann brauchst du halt dein erstes Auge sehend. Weil dann kannst du das auch funktionalisieren, die Felder und die Frequenzen, für die du plötzlich empfänglich wirst für Emotionen. Das Ganze funktioniert nicht, wenn du in einem dauergestressten Tag bist und von morgens bis abends und dann das, dann, du bist dann nur ausführendes Sklavenprogramm von irgendwas, aber nicht von dem, was du eigentlich wolltest hier und erinnere dich dran, wie du auf die Welt gekommen bist. Das war sicher nicht, jetzt hier dem Kapitalismus zu dienen. Aber es war wichtig, wirklich, dass jeder immer schon gesagt hat, ja, das muss man irgendwie machen. Ich habe nicht Programme im Kopf. Du schaust zwei Videos an, in doppelter Geschwindigkeit, das Englische und das Deutsche parallel, und du weißt, welches du nicht gesagt hast, und formulierst das. Das ist, ich arbeite hier echt auf einer. Und da braucht keiner Respekt haben und sagen, was, wie toll, was ich das alles kann und mache. Sondern das soll so sein wohl, dass ich da bis 27 gar nichts mit Drogen zu tun hatte und Elite und Maximal und Au-pair-Mädchen hatte, die meine Kinder betreuen und tausende Leute bis dahin schon und dann Transition Regensburg 2 aufgebaut und Stadtbewegt und Umweltpress, na, die Glasstähle hier rumstehen, das ist
Es war alles toll und dann gehst halt mit durch die Subkultur und durch das wilde Leben und da auch noch maximal und auf die Rainbows. Wow, da. Es ist nur logisch, dass das und ich bin da so vielen tausendfach dankbar, die es schon lange leben und schon lange und die Worte gar nicht mehr brauchen, die jetzt halt noch für, ja. Das ist eins, wir alle. Ja, und das ist wirklich tiefgehend zu wissen. Das schaut sich den Melchisedek 2012, nee, 2010, Breath of Renew Humanity. Da erzählt er dir, und das muss man mal gehört haben, dann mein. Und auf jeden Fall, das neue Bewusstsein wurde nämlich 2008 schon geboren. In der Zeremonie wurde das Ganze sowohl geometrisch als auch alle Stämme haben sich versammelt, haben gemerkt, sie müssen das machen. Das war, ging dann über den König und Königin von den polynesischen Inseln, die Geschichte allein, dass es dann passiert ist. Und da wurde eben diese Kundalini-Energie der Erde, die sich 13.000 Jahre lang aufgestaut hat, das ist echt wirklich sowas wie sexuelle Energie. Und losgelassen und von oben auch. Und auf jeden Fall, bevor sie diese tolle Zeremonie durchführen konnten, also das 2008 ist es passiert im Bewusstsein praktisch, geometrisch. Aber wir in unserer Realität merken es erst jetzt schon langsam und die nächsten 1 Jahre maximal. Und dann, weil das ist wie bei einer Geburt, das dauert halt ein paar Stunden und die letzte Geburtsstunde ist auf 26.000 Jahre, kannst du das ausrechnen. Darum war das mit 2012 auch leicht verschätzt praktisch. Weil der Geburt kannst halt nicht auf die Minute genau ansagen. Da seht ihr den Zufall und die Dynamik wieder. Ne? Also, ja. Okay, und auf jeden Fall. Die wollen diese Zeremonie machen und konnten unmöglich, mussten die als allererstes auf den polynesischen Inseln, ist nämlich eine dunkle Wolke geschwebt des Kannibalismus. Der da, ja. Und das mussten die jetzt loswerden aus ihrer Geschichte. Und in ihren Herzen und acht drauf, was allein das Wort macht. Und genau das haben sie gemacht in der Zeremonie und dann konnte der Geburtsprozess des größten Etwas passieren. So, jetzt passt auf. Die Kannibalen, auf der Kannibaleninsel wurde das neue Bewusstsein geboren. Ne? Naja, Illuminati und hier Regensburg hat man schon. Ja, Englisch, andersrum, ja. Ne? Aber es ist echt so, wie es dann wohl einwirft, so kämpft zurück, also. Und was wir da betrieben haben in unserer Geschichte, das ist echt nichts anderes als Kannibalismus des Lebens. Until you understand cannibalism. Geh mal in den Hyperraum und sieh, wie die Biofilmformen sich ineinander und übereinander. Und inzwischen echt, wenn die Kimoskitos, die wohl noch stechen, das ist dann richtig schön hinzuschauen. Ja, dann trink doch. Und ich merke nichts davon. Und es juckt nicht ein bisschen, man sieht gar nichts. Und es ist extrem wenig, die leben so um mich und Ding, aber ich. Es ist perfekt und wenn die Katzenkönigin vorbeikommt, das gleiche. Also ja, freut sich auf das Leben. Kann man sich schon überlegen, was man werden will, wenn man dann so behält ist.